Ja, liebe Leute, herzlich willkommen bei Ghost TV und schön, dass ihr vorbeischaut. Heute der zweite Teil zu unserem Anfänger-Special, ja, der Weg zum Sportschützen. Was muss ich machen, wie gehe ich vor? Wir haben im letzten Video darüber gesprochen, über die letztendlich die richtige Vereinsauswahl, worauf sollte ich achten, wenn ich mir einen Verein suche. Was für Waffen möchte ich später eventuell schießen, wenn ich mir darüber schon im Klaren bin? Und wie sieht's aus mit den Schießständen, mit den Schießzeiten? Wo muss ich eigentlich darauf achten und wie finde ich überhaupt den richtigen Verein? Heute werden wir mal darüber sprechen, wie es aussieht, wenn ihr euren Verein gefunden habt und letztendlich vernünftig loslegen möchtet und euch irgendwann mal damit beschäftigen wollt. Wie sieht's aus, wenn ich meine erste eigene Waffe haben möchte? Worauf muss ich dann achten? Wenn euch das Video gefällt und ihr die Informationen als hilfreich erachtet, lasst mir ein Like da und lasst mir auch wieder ein Abo da. Ich möchte euch das Ganze mal anhand des BDS mal erklären oder mal darlegen, wie das Ganze vonstatten geht, wenn ihr jetzt in eurem Verein seid und irgendwann mal mit dem Gedanken spielt, eine eigene Waffe zu beantragen. Den Ablauf, den schauen wir uns jetzt mal anhand des BDS gemeinsam an. Ich habe euch hier mal die Befürwortungsrichtlinien des BDS mal rausgesucht. Die gehen wir einmal ganz kurz durch und dann möchte ich da später noch was zu sagen. Also, generell ist es so, dass ihr mindestens 12 Monate den Skisport regelmäßig oder auch unregelmäßig in einem Verein als Sportschütze betrieben habt. Und die Waffe, die ihr jetzt erwerben möchtet, auch für eine Sportdisziplin nach der Sportordnung des Schießsportverbandes zugelassen und auch erforderlich ist. Daraus ergeben sich einige schlüssige Antragstellungen folgende, zwingende zu erfüllende und deren Vorliegen nachzuweisende Voraussetzungen. Also, das was jetzt kommt, da müsst ihr wirklich drauf achten. Der Antragsteller muss Mitglied in einem Verein sein, der auch wiederum in einem Schießsportverband ist. Hier bei uns jetzt zum Beispiel beim BDS. Der Antragsteller muss weiterhin mindestens einem Jahr in solchem Verein regelmäßig oder unregelmäßig den Schießsport mit erlaubnispflichtigen Schusswaffen ausgeübt haben. Ja, erlaubnispflichtige Schusswaffen, das ist das, was ihr eigentlich auch später mal erwerben möchtet. Der Antragsteller muss weiterhin zum Zeitpunkt der Antragstellung über den Verein, dem Verband angehören. Da müsst ihr eben darauf achten, dass der Verein euch auch zügig, im Endeffekt unverzüglich, dem Verband meldet. Denn erst dann fängt euer Jahr an zu laufen, das ihr benötigt, um eine Waffe beantragen zu können. Die zu erwerbende oder beantragte Waffe muss nach der Sportordnung des Verbandes für eine Disziplin zum einen zugelassen und zum anderen auch erforderlich sein. Das heißt also, ihr müsst euch mit den Sportordnungen etwas auseinandersetzen, damit ihr auch wisst, welche Waffen ihr überhaupt bekommen könnt. Zusätzlich müsst ihr nachweisen, dass ihr sachkundig seid. Das heißt, ihr müsst eine Waffensachkunde nachweisen. Da gibt es verschiedene Varianten, verschiedene Seminare. Wer Fragen hat, sprecht mich an. Wir machen die selber bei uns. Und entweder eine eigene Schießstätte des Vereins für die nach der Sportordnung betriebenen Disziplinen oder eine geregelte Nutzungsmöglichkeit mit einer solchen Schießstätte nachweisen. Das heißt also, das sind Sachen, die eigentlich der Verein für euch macht. Noch zur Erklärung, regelmäßig im Sinne des Waffengesetzes ist entweder einmal in jedem ganzen Monat, das wäre dann eben regelmäßig, oder unregelmäßig, sind 18 Mal über die letzten 12 Monate verteilt. Das sind jetzt die Befürwortungsrichtlinien mal an Beispiel des BDS erklärt. Wo ihr dabei auf jeden Fall achten solltet, ist zum einen, dass ihr euch auch entscheidet, ob ihr regelmäßig oder unregelmäßig am Training teilnehmt. Warum ist das wichtig? Stellt euch vor, ihr entscheidet euch für die regelmäßige Variante, also 12 Mal jeden Monat einmal übers Jahr verteilt. Dann würde das bedeuten, ihr müsst wirklich jeden Monat
einmal geschossen haben. Jetzt stellt euch aber vor, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, passt alles. Und im Juli fahrt ihr in Urlaub oder ihr werdet krank oder am besten beides. Oder der Stand ist mal zu wegen irgendwelchen Geschichten. Ja, Reparaturen, Sanierung, Renovierung, was auch immer. Dann könnt ihr nicht im August sagen, ja gut, dann schieße ich jetzt eben zweimal, damit ich das ausgleichen kann. Das funktioniert leider Gottes nicht, weil dann hättet ihr dieses regelmäßig unterbrochen und fangt wieder von vorne an. Deswegen empfehle ich persönlich immer, direkt sich auf die 18 Mal pro Jahr zu konzentrieren, weil dann ist es egal, wann ich die schieße. Ja, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist eben, dass ihr euch auch wirklich ein bisschen um die Sportordnung kümmert. Fragt nach in euren Verein, was bietet mir der Verband, welche Disziplinen kann ich tatsächlich schießen und welche Waffen kann ich dort beantragen. Das ist wirklich eine wichtige Geschichte. So, jetzt haben wir aber darüber genug gesprochen, wie sieht es in der Praxis aus? Ihr habt euer eines Jahr rum, ihr habt eure Waffensachkunde gemacht und ihr dann geht ihr zu eurem ersten Vorsitzenden und sagt so, ich möchte jetzt mal meine erste Waffe beantragen. Da sollten euch auch keine Steine in den Weg gelegt werden. Klärt sowas vorher ab. Es gibt Vereine, die sagen, ja, dann musst du bei uns erstmal die Auflagen erfüllen und jene Auflagen erfüllen und dieses erfüllen. Denkt da in diesen Situationen wieder an euer Bauchgefühl. Das, was ich euch im letzten Video gesagt habe. Lasst euch nicht für dumm verkaufen, auch nicht als Anfänger. Achtet einfach darauf, dass ihr vernünftig und respektvoll behandelt werdet. Das sollte in den meisten Vereinen nicht das Problem sein, im Gegenteil. Aber ich habe auch schon andere Sachen erlebt. Ja? Achtet einfach mal ein bisschen darauf. So, der erste Vorsitzende macht dann eure Befürwortung fertig. Das heißt, er bestätigt dem Verband all diese Sachen gegenüber, die wir gerade uns angeschaut haben. Und dann werden die Unterlagen, dieser Antrag, diese Befürwortung zum Verband geschickt, in dem ihr organisiert seid. Der Verband schickt die entweder zu eurem ersten Vorsitzenden oder direkt zu euch zurück. Und dann habt ihr diese Hürde schon mal genommen und braucht euch dann nur noch mit der Behörde auseinanderzusetzen. Und wie das funktioniert, das sehen wir im nächsten Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da und lasst mir das Abo da. Kommt in unseren Discord, da können wir 24/7 weiter über solche Sachen diskutieren. Wenn ihr generell Fragen habt, tippert mich an, die Kanäle und Wege kennt ihr mittlerweile oder schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Gut, das soll es gewesen sein. Passt auf euch auf, bleibt gesund und munter und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao. Thank you.